Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM 23. Eine neue Runde steht für uns an und damit auch schon die letzte für das Jahr 2032. Wir werden heute die letzten vier Spiele in der Hinrunde haben. Das Ganze gegen Hannover, Frankfurt, Hoffenheim und Bochum. Dann haben wir auch schon die Winterpause. DFB-Pokal ist dann am 11. Januar. Okay, was haben wir denn so? Hannover, das sind die Kollegen auf 12. Frankfurt, die sind gut bisher, die sind auf 5. Hoffenheim auf 15. Und Bochum ist auf 11. Mal gucken, ob wir das schaffen, ne? Wir hatten keine großartige Zeit dazwischen, deswegen ist nichts passiert. Heute ist Thiago gesperrt, 3 Spieler fallen noch verletzt aus, weil momentan gönnt sich ja jeder. Das, was ich gemacht habe, ist nur, dass ich nochmal hier die Spieler nochmal neu raufgepackt habe, die mindestens 4,5 Sterne Potenzial haben. Warum? Auch die sind schwer neu. Und unter 18 sind, sprich meine Once-to-Watch-Spieler, habt ihr auch schon mal angefangen zu scouten. Also vielleicht können wir uns auch heute mal jemanden Interessantes angucken, nachdem wir uns ja schon Jonas Peters geholt haben. Aber viel Geld ist ja nicht vorhanden. Jetzt würde ich sagen, legen wir erstmal los. Hannover ist unser Gegner, 4-3-3 bei denen. Wie gesagt, momentan Platz 12. Aktuelle Form sieht nicht so stark aus. Sie haben halt mal gewonnen gegen Leipzig, das war stark. Haben auch schon 0-8 auf den Sack bekommen von den Bayern, aber gut, das kennt man. Haben sich Aslanidis von uns geholt. Das war dann auch schon der teuerste Neuzugang. Sonst Lila Björn Castilla von Lillström und Erik Karl. Den hatten wir, glaube ich, schon mal gesehen. Ich glaube, der war sogar in der Auswahlliste, ne? Der Linksverteidiger, wo ich dann unbedingt Bürle haben wollte. Aber der wollte dann mich nicht. Ein Einsatz, 10 Kurzeinsätze, das ist auch sehr interessant. Abgegeben hat man quasi nur Valle Egeli und Yannick Lürs. Der Rest. Ja, wobei, Enzo Milo ist gegangen. Mittlerweile auch schon 30 Jahre alt. Bei Dresden jetzt unter Vertrag. Aber auch nur Kurzeinsätze bei denen. Wo steht denn Dresden momentan? Auf 14. Na, läuft nicht so für Beuth. Düsseldorf ganz oben, Köln, Magdeburg. Naja. Aufgestellt habe ich nicht. Ui. Pui. Pfui, pfui, pfui. Machen wir mal fix. Dann kommt Ermann rein. Achter auf die Bank. Thiago raus. Hütti vorne hatte ich, glaube ich, gesagt. Masson würde ich gerne sehen. Links muss natürlich Oliveira, weil alle anderen sind verletzt. Und was nehmen wir dann mit auf die Bank? Mir fehlen so ein bisschen die Optionen, ne? Aktuell. Aber das war ja auch so gewollt, nachdem er Europa nicht geklappt hat. Also so wäre normal. Hier wäre dann normalerweise Hinterbacher. Hier wäre dann normalerweise Kruse und Hoffmann. Peon kommt mit als Sechser Backup. Leo als Achter Backup. Und links außen müssen wir Tom Brock mitnehmen als Backup. Valente ist nicht so ganz fit, aber der muss jetzt halt noch ein bisschen. Ja, Yashashvili auch nicht. Da müssen wir wahrscheinlich. Ah, wobei, gegen Frankfurt rotieren ist unnötig. Dann kommt Achter rein für Yashashvili und ja, Hasch wird sein Debüt feiern von Anfang an. Oder Gomisch. Ich meine, Leo Hasch ist gefährlich, ne, mit 17 Jahren und noch nicht so guten Werten. Ich glaube, da würde ich erstmal Gomisch reinbringen. Das jetzt beide Zehner quasi spielen lassen. Tackling 9, yo, das ist okay. Ich glaube, so machen wir das. Und ich muss Hakan auch dringend eine Pause dann irgendwie geben, ne? Aber vielleicht reicht's noch bis zum Ende der Hinrunde. Und danach dürfte dann Hoffmann wieder fit sein. Der fällt noch, ja, 2 Monate aus. Könnte sehr knapp werden bis zum Hinrundstart. Hinterbacher wird auf jeden Fall fit sein zum Hinrundstart und Kruse auch. Ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal so los. Gucken, dass wir das irgendwie schön hinkriegen. Unsere Form finde ich momentan schön. Ja, das kann sich auch mal schnell ändern, ne? Gerade wenn man das Spiel neu gestartet hat. Ich bin ganz ehrlich, ne? Ich glaube so ein bisschen an diese Verschwörungstheorie, dass am Anfang vom Start des Spiels, also wenn man das Spiel halt wirklich aufruft und das Programm startet quasi, dass da so ein bisschen gewürfelt wird, wie die Session halt so läuft. Beim letzten Mal hatte ich Glück. Mal gucken, wie es heute ist. Aber es ist natürlich nur ein kleines Ding. Also ich bin da jetzt nicht komplett Aluhut unterwegs und sage, sobald ich jetzt das Spiel gestartet habe, ist es klar, wie die nächsten 200 Spiele laufen. Da ist natürlich noch sehr, sehr viel anderes drin. Aber so ein Mini-Bisschen glaube ich dran. Aber nicht viel. Außerdem, wir gewinnen jetzt gegen Hannover. Auf geht's.
Erstmal Hannover mit Castilla, den wir gerade gesehen hatten. Schade, Oliveira hat geguckt, aber leider nur geguckt und nicht angefasst. Auch hier wieder, jetzt erstmal Manuba für Hannover. Das, ach, Oliveira, er versucht's, aber damit ist auch gerade leider der Einzige. Gut von Sinan. Sinan könnte es schaffen, sich gerade so ein bisschen in meine Startelf zu spielen, wenn er besser spielt. Also jetzt und nächstes Spiel noch. Oliveira hat jetzt mal das erste Mal Platz. Schön in den Rückraum gespielt und Santos leider drüber. Ist auch irgendwie so ein Move, den wir gerade gerne sehen bei unserer Mannschaft, dass wir bis zur Grundlinie laufen und dann erstmal stoppen und den Ball in den Rückraum spielen. Finde ich ganz nett. Weiß ehrlich gesagt nicht, woher das kommt. Also so plötzlich quasi auch, weil vorher haben wir das nicht so oft gemacht. Aber finde ich ganz schön. Das war schön gespielt. Ja, Hütti, jetzt runter auf Gomez. Der nimmt jetzt Marson mit. Was macht der so Schönes mit dem Ball? Benni und Hakan. Oben wäre Sinan, aber ist leider gut gedeckt. Jetzt hat Hakan leider keine Anspielmöglichkeit außer an unserem Innenverteidiger. Joa, der könnte was bringen. Marson. Nimm Gomez mit. Der ist gut. Und der ist richtig gut. Santos. Nice one. Das gefällt mir sehr an Marson, dass er, anders als Larvik, eher so das Auge für den Mitspieler hat. Weil bei Larvik würdest du sagen, okay, der trifft mehr, aber ist dabei halt auch deutlich egoistischer in seinem Spiel. Und Marson sucht wirklich mehr die Anspielmöglichkeiten. Das gefällt mir richtig gut bei Marson. Bin auch positiv überrascht, wie gut Marson passt. Auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, er ist kein ultra krasser, super heftiger Spieler. Er jedenfalls auch so von der Statistik her. Ich finde schon, dass er unser Spiel bereichert und wirklich ein Upgrade ist zu Udines. Auch wenn man natürlich sagen muss, er muss sich definitiv noch steigern, weil das Level, wir hatten das in der vergangenen Folge angesprochen, was ich erreichen möchte, das wird man so momentan nicht erreichen. So, Achter war ein bisschen traurig, hab ihn ein bisschen gehatet, jetzt ist er nicht mehr traurig. Hakan hat gelb, ist nicht gelb vorbelastet, soweit ich das gesehen habe. Würde mir aber wünschen, dass wir vielleicht mal das 2-0 machen. Das war richtig schön rausgespielt, dieses erste Tor von Gomez und Santos. Gerne nochmal. Vielleicht mit Tagbenio und Marson, der in die Mitte spielt und Hütti nimmt den Ball erst an und schießt nicht direkt. Und dadurch hat er sich, glaube ich, die Chance auf das 2-0 vermasselt. Und deswegen geht er jetzt auch raus. Und Nikola Iliev kommt rein. 20 Minuten vor Schluss. Nochmal kurz sagen. Ermutigen vielleicht. Vielleicht hilft das. Nee, nicht so wirklich. Gerade hinten hat das nicht geholfen. Müssen aufpassen, ne? Dass wir Hannover nicht kommen lassen. Es wäre so schön, das 2-0 jetzt zu machen. Castilla, weit nach vorne, da ist Sinan. Der hat eine schlechte Note bisher. Ja, mutig. Tagbenio hat aber genug Platz, da auf der rechten Seite den Ball anzunehmen. Marson, ein schöner Ball auf Iliev, gerade reingekommen. Iliev, yes! Schönes Händchen, nice. Schön, dass meine Einwechslung so gut geklappt hat. Und auch wenn es riskant war, haben sie stark geschafft, hinten rauszuspielen. Gerade da um die Mitte rum hinten mit Hakan und ich glaube, es war dann Öhrmann. Sehr schön. 2-0 auch ganz wichtig. Oliveira hat was abbekommen. Knieverdrehung. Oh, nicht schön. Dann wird Tom Brock reinkommen als Linksaußen und wir werden Leo Hasch reinbringen für Santos. Weil es sind noch ein paar Spiele bis zur Winterpause. Und das nächste Spiel ist schon wieder am Wochenende. Ich habe jetzt gar nicht so auf die Fitness von Hannover geachtet. Ich weiß nur, dass sie, glaube ich, vierfach gewechselt haben im Gegensatz zum letzten Spiel. Dürfte bei uns aber eh nicht sein, weil wir ja die Taktik geändert haben. Ist das eigentlich das Debüt von Tom Brock? Ich glaube, ne? Ah, Gomez, leider sehr doofer Ballverlust. Da ist die Chance für Hannover und das Tor für Hannover. Anschlusstreffer in der 78. Ach, Gomez halt. Einer der besten auf dem Platz bisher mit diesem Fehler. Sinan schafft es hier nicht, auf der Außenbahn den Ball gegen Günther zu bekommen. Und
vor Miki oder vor Michi ist dann mit einem guten Pass am Start auf Ljubicic und der macht das Teil leider. Pietro klingt eher, ja, vor Miki ist es. Sehr italienisch, wollte ich sagen. Okay, nochmal Aceves reinbringen, dass er vielleicht ganz gut da auf der linken Seite nochmal dicht macht, was Sinan jetzt gerade nicht geschafft hat und dann nochmal die beiden Außenverteidiger auf normale Außenverteidiger verteidigen machen, damit es dann dicht ist. Und ich glaube, Zeitspiel kann ich noch eins nach oben klatschen. Nee, habe ich schon. 5 Minuten gibt's oben drauf. Wir müssen ein bisschen zittern. Ich habe keinen Wechsel mehr. Aber es gibt nochmal einen Eckball. Gomes. Ach da! Jawoll! Sehr schön! Ach da mit seinem allerersten Treffer. In seiner Profikarriere. Das nach einem schönen Eckball von Gomes, der seinen Fehler damit natürlich wieder wettmacht. Ein schöner, schöner Kopfball. Michi! Nice, dann noch nicht so wirklich Angst haben. Naja gut, nicht so wirklich Angst haben müssen, das ist dahin gesagt, aber zum Glück nicht bis zur letzten Sekunde am Zittern gewesen. Sehr schön. Ja, schön, wie wir momentan in Form sind. Hoffentlich können wir das noch bis zur Pause halten. Frankfurt wird halt da sehr interessant sein. Die in der 92. Minute gewonnen haben. Bisschen eklig. Stuggi hat auch gewonnen. Die sind mittlerweile auf Platz 6 vorgerückt. Den Break gibt's gerade zwischen 6 und 7, aber die spielen ja alle noch. Also kurz mal abwarten. Das ist unnötig. Hakan fällt 5 bis 10 Tage aus. Ich muss ihn fit spritzen, weil ich habe wirklich keinen Sechser. Also für Frankfurt muss er fit sein. Punkt. Danach könnte man bestimmt irgendwie was anstellen. Neues von Yolambas Leihvereinbarung. Keno während seiner Leihphase häufig auf einer anderen Position spielt. Das hatten wir doch schon mal. Was ist denn jetzt los mit Braunschweig? Sascha Gorko, was ist denn los? Bei der Mannschaft. Wir sind doch Freunde. Da muss drin. Das muss drin sein. Ach, du bist doch ein Arschloch, Alter. Mann, ey, ich verleihe den halt als Stammspieler oder Schlüsselspieler, was auch immer das war, auf der und der Position und ich sperre diese Option sogar und ihn kümmert's einfach nicht und er packt ihn sonst irgendwo hin. Was ist denn mit denen? Wenn ich das mache, die liegen mir halt alle 2 Wochen auf den Ohren und sagen mir, der muss da und da und da spielen, der muss so und so oft spielen und, ah Gott, ey, Kaderatmosphäre ist schön nach oben geschossen. Merkt man aber auch deutlich momentan am Spiel, dass die deutlich besser zusammenhalten. Alter, die Bayern mit dem nächsten Schützenfest. Was ist denn mit denen? Ich verstehe es auch einfach nicht, ne? Die sind so toxisch. 7:0 gegen Bochum. Freiburg hat gewonnen gegen Mainz. Dortmund gegen den HSV gewonnen. Schalke hat gewonnen gegen St. Pauli. Wird immer enger bei denen, ne? Aber halt immer noch 14 Spiele... 14 Niederlagen und Wolfsburg hat gegen Hertha gewonnen. Alexi Obolatze hat getroffen. Damit 14 Spieltage um, Platz 4, 4 Punkte hinter Platz 3 und 2 Punkte hinter Platz 5, gegen die wir jetzt spielen. Und das wird ein richtungsweisendes Spiel, ne? Kann man, glaube ich, so früh schon sagen. Jasmin Kurtic, Trainer von Leicester City mittlerweile, ist an Henerbacher interessiert. Finde ich nicht so schön. Oh, 400. Spiel als Trainer. Oh, der populäre Trainer. TWM feiert am Freitag im Duell gegen Frankfurt sein 400. Spiel im Trainergeschäft. Mit solch einem schweren Spiel vor der Brust wird dieses Jubiläum allerdings das letzte sein, an das TWM seine Gedanken verschwendet. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, nee. Ist in Ordnung. Kann man schon mal dran denken. Ey, 400 Spiele haben wir mittlerweile hier. Krass. Hoffenheim wird auch happig, ne? Platz 16, eventuell noch schlechter dann. Aber jetzt erstmal auf Frankfurt gucken. Also was Frankfurt geleistet hat seit, ja, einem Jahr, Hut ab. Sieht man nicht häufig im FM, dass eine Mannschaft, die nach der Hinrunde so schlecht ist, dann so einen krassen Aufstieg hatte. Ohne halt irgendwie aufzusteigen oder abzusteigen. Also ich bin gewarnt. Mit Danilo Pereiras Frankfurt da. Was haben sie denn so gekauft? 14 Millionen haben sie ausgegeben.
Prévost geholt von Saint-Étienne. Lukas Mai hatten wir gesehen von Hertha. Auch Eliev ist von Hertha zu Frankfurt. Dann haben sich zwei Mainzer geholt mit Jürgensen und Lugano. Dünki kam ablösefrei. Hat einen hohen Marktwert, kam ablösefrei von Watford, war auch mal bei United. Ein Thailänder, Alter, 82 Länderspiele mit 25, holy shit. Deren Stammlinksverteidiger. 9 bis 11 Flanken. Teixeira, Pablo Leal und Enes Sali. Abgegeben hat man eine ähnliche Summe. Emmanuel Emegar war das, den sie da abgegeben haben. Und Anthony Elanga. Und zwei Koreaner. Hyun-Gyo Oh. Und Sunwoo Kang. Luca Itta hatte man abgegeben. Carlo Holzer, auch oft ein Name, ne, den man sieht im FM immer noch. Hatten wir, glaube ich, damals im Hansa-Safe. Wir hatten da, glaube ich, eine kleine Skandinavien-Connection mit Carlo Holzer auf rechts. Dann müsste ich noch einen Rechtsverteidiger gehabt haben, der auch Däne war. Und ich glaube, ein Sechser, der auch Däne war. Warum spielen wir eigentlich am Freitag? Aber Frankfurt hat sogar nach uns gespielt, ne? Ja, gut, 2 Stunden. Es wird wohl ein 4-3-3 bei denen. Also Champions League entscheidet sich heute nicht, aber es ist schon wirklich sehr, sehr richtungsweisend. Oh, die Fitness, ey. Aceves kommt auch noch rein. Den Rest werde ich wahrscheinlich spielen lassen. Links fehlt mir die Alternative. Ach, Thiago kommt natürlich noch mit. Ja, links fehlt mir die Alternative, weil ich niemanden hab momentan so wirklich. Tom Brock bleibt natürlich auf der Bank. Ja. Ich könnte Mason und Lavic vielleicht benutzen. Aber da ist mir Oliveira erstmal lieber, jedenfalls für die erste Halbzeit. Mal gucken. Denk mal, gegen Hoffenheim wird es dann auch deutlich besser aussehen wegen der Fitness. Wenn wir dann erstmal eine schöne Woche Regenerationsphase haben. So, Frankfurt, ich hoffe, ihr erinnert euch daran, dass ihr letztes Jahr gegen mich den ersten Sieg geholt habt und seid dann so lieb und gebt mir jetzt den Sieg. Wirklich wieder rein. Medina vorne, Enes Sali links, Prévost rechts. Und so sieht es in der Tabelle aus. 29 zu 27 Punkte. Wir haben eine plus 15 Tordifferenz und die eine plus 6. Wir in unseren Heimtrikots, gelb und schwarz gestreift. Und die Fitness ist bei Frankfurt wirklich nicht so gut. Also ähnlich wie bei uns. Frankfurt von rechts nach links. Viel Platz dafür, Lugano. Ah, schafft Tagbenio nicht ran. Kein Foul. Also ich glaube, in echt hätte man mal geguckt, ne? Glücklich, dass dann der schwache Schuss nur die Szene ist. Erstmal geht noch weiter. Thiago. Mason schickt Hütti. Hütti alleine vom Keeper. Hütti mit dem Tor. Und das ist ein bisschen glücklich, ne? Hui. Also ich glaube, in echt hätte man auf jeden Fall Vorteil laufen lassen. Und dann hätte man wahrscheinlich geguckt, was da wirklich war im 16er bei uns. Mason mit dem Assist für Hütti. Ein guter Abschluss. Sieht Jürgensen im Tor nicht so komplett stark aus? Beschweren wir uns nicht. Sieht doch ganz gut aus. Tabelle würde ich so nehmen aktuell. Aber es sind wieder mal ein paar Minuten. Prévost. Schöner Ball. Oh. Okay. Okay, ja, war ein schöner Ball, aber Hütti hat irgendwie komische Sachen gemacht. Kriegt den Ball da in den Nacken oder so. Oh, das ist Abseits, oder? Tagbenio ist die heikle Stelle, ob das Abseits war oder nicht. Ich meine ja. Ja. Dafür war der wirklich ein bisschen zu weit vorne. Also. Ja, so schlecht kann Tagbenio nicht stehen. Ist Tugi eigentlich mittlerweile 21? Ja. Statistik sieht relativ ausgeglichen aus, ne? Also wir hätten uns auch nicht über den Ausgleich beschweren dürfen. Hätte ich aber trotzdem gemacht, keine Sorge. Oh, der ist gut! Oliveira! Genau deswegen spielt er. Genau deswegen. Nice. 2-0.
Jugbenio auf Vitti. Und der mal als Vorlagengeber und nicht als Verwerter. Starker Kopfball, ne? Steht aber auch echt frei. Also was Bradley da gemacht hat, war nicht gut. Den sollten wir haben. Yes. Ich meine, wenn das hier weiterhin so gut laufen sollte, könnte man ja Hakan früher rausnehmen. Oliveira? Nee. Wobei das wiederum halt nicht so viel ausmachen sollte, ne? Also wenn er jetzt 90 Minuten durchspielt, dann würde er wahrscheinlich immer noch stehen, entweder Injektionen geben oder halt ein bis zwei Wochen kaputt. Und wenn ich ihn jetzt rausnehmen würde, wäre es wahrscheinlich exakt das gleiche. Also so gehe ich davon aus. Ich habe keine Beweise dafür. Würde ihn aber trotzdem rausnehmen bei dem 3:0 vor der... Oder um die 60. Um die 60. Ja. Dafür muss diese Szene jetzt aber erstmal verteidigt werden und das macht Yashashvili richtig gut. Thiago auf Tugbenio. Masson. Kein langer Ball dieses Mal, aber jetzt kommt der Seitenwechsel auf Oliveira und der hat da schön viel Platz. Zieht in den 16er, aber schließt leider selber ab. Da wäre die Variante nochmal auf Hütti querlegen wahrscheinlich die beste gewesen, aber hinterher ist man immer schlauer. Schöner Kopfball von Oliveira und das ist Abseits. Also richtig schöner Kopfball von Thiago auf Oliveira und der damit einen richtig schönen Kopfball auch diesen Ball dann weitergeleitet. Schade, dass das jetzt hier Abseits war. Nicht mal wenig, ne? Okay, jetzt kommen die Szenen aber nach und nach rein. Wir sind erst in der 49. Minute. Hütti, den hat er. Hütti, Hütti, jawohl, sehr schön. Ach, nice. Ist schön, dass Hütti wieder trifft. Ich hatte mir echt Sorgen gemacht nach dem letzten Jahr, wo es ja viele, viele Spiele gab, wo er auch wirklich richtig schlecht gespielt hat. Aber damit müssen wir halt auch klarkommen, ne? Wenn wir halt eigene Spieler entwickeln, dass die halt nicht sofort reinkommen und die besten Spieler ever sind, sondern dass die Zeit brauchen, sich zu entwickeln, auch nach 21 oder so noch. Wird die mittlerweile 22, hatten wir, glaube ich, gesehen. Der kann sich noch ein bisschen entwickeln, auch wenn wir gesehen haben, dass sein Potenzial fast erschöpft ist quasi. Aber je besser seine Zuspieler werden, desto besser wird wahrscheinlich auch er nochmal. So wie so ein gutes Zuspiel zum Beispiel, aber Jürgensen hat dieses Mal aufgepasst und hat sich den Ball vor Hüttenschmidt genommen. Dann packe ich jetzt wahrscheinlich gleich... Oh, Hütti kriegt den nächsten schönen Ball. Hütti schießt aber dieses Mal drüber. Dann kommt jetzt Leo Hasch rein. Der jetzt gerade so ein bisschen Allrounder bei uns ist, ne? Letztes Spiel kam er, glaube ich, als Box-to-Box rein. Jetzt kommt er als Sechser rein. Dann werde ich gleich wahrscheinlich noch Valente reinbringen für, ja, Gomes oder Santos. Ich denke eher Santos wegen der Note. Haben wir danach zum Glück die Woche Pause. Schöner Ball, Hütti hat die nächste Chance und Hütti macht jetzt sein drittes Tor. Ich glaube ja, Hütti müsste sein, ja. Ja, sehr schön. Und den Assist. Und alle Assistgeber, die nicht Hüttenschmidt heißen, beginnen mit A, also jedenfalls der Vornamen. Aaron Ingimarsson, dann André Gomes und, Aceves, was hast du nochmal für einen Vornamen? Du bist doch ein bisschen zu jung da. Alonso. Alonso Aceves, geil. Sehr schön. Huch, nee, sorry. Pion? Ja, erstmal gut, jeder ist, der wartet auch ein bisschen auf seine Einsatzzeiten. Dann kommt Valente, hatte ich gesagt, erstmal rein für Gomes. Im Prinzip können wir auch komplett durchrotieren. Und Pion reinbringen. Und dann bringe ich noch... Ah, guck mal, Hütti hat so eine schöne 10,0. Dann kommt Tom rein. Dann habe ich keinen Wechsel mehr. Oliveira sollte ich rausnehmen, weil er keine Fitness mehr hat. Hütti, gönn dir einfach. Mach einfach noch zwei Tore, dann ist alles schön. Das ist halt gerade die Position, wo ich es mir leisten kann, dass er durchspielt, weil ich halt noch einen guten Backup habe.
Aber was für ein Ausrufezeichen, oder? Die spielen hier um die Champions League und knallen den direkten Konkurrenten weg. Sehr stark gemacht von Yashashvili. Stand aber auch im Abseits, der Kollege Medina. Nice. Mit Thiago bin ich auch bisher zufrieden mit dem Neuzugang. Schöner Ball, Maason. Schade. Im Abschluss muss er noch arbeiten. Valente hängt durch bisher. Der hat sich noch nicht so zeigen können. Maason ist ein guter Udines-Ersatz, also wirklich auf einem ähnlichen Level und hat ja noch Potenzial, besser zu werden. Kriegt jetzt halt im Winter einen sehr, sehr interessanten Konkurrenten für die Zukunft, ne, mit Jonas Peters. Ich bin dann so gespannt auf den Typen. Valente, ja, das meinte ich, der ist halt noch nicht angekommen in der Mannschaft. Zum Glück schießt ein Duo drüber. Und, ja, noch nicht vorbei. Ich chill hier, ne, hier auf der Bank, weil ich weiß, das Ding ist gegessen. In dem 400. Spiel von uns. Ah, Peon, schade. Fast den Ball bekommen. Auch hier Aceves fast den Ball bekommen. Ich glaube, jetzt kassieren wir noch eins, oder? Oh, Saldivia! Wäre vorbeigegangen, oder? Aber sehr stark. Den finde ich bisher auch gut. Ist noch nicht Bulka-Level, aber bisher hat er sich noch nicht so wirklich viel zu Schulden kommen lassen. Hatte. Ui, mal wieder ein Falli-Versuch. Also die Fallrückzieher-Versuche, die steigern sich wirklich Jahr für Jahr mittlerweile bei uns im Safe. Aber wir haben immer noch keinen gesehen, der reingegangen ist. Ich hatte letztens auch einen Versuch in meinem San Marino-Safe. Aber auch nicht von mir natürlich. Aber natürlich auch drüber gegangen. Ich bin gespannt, ob wir es in diesem Safe noch schaffen, oder in diesem FM, sagen wir mal, noch schaffen, einen Fallrückzieher-Tor zu sehen. Hakan 2 bis 3 Tage, das wäre absolut ideal, wenn er dann gleich komplett fit ist. Hütti, absolutes Extralob, 10,0. Super, super starkes Spiel von ihm. Absolut nice. Damit kann man leben. Bleiben auf jeden Fall erstmal auf Platz 4. Was stand da gerade? Social Feed? Die Frage muss jetzt sein, wie weit uns TBM bringen kann. Wir schlagen uns ja jetzt schon richtig gut. Achso, okay, ich dachte, das wäre Kritik. Das hätte ich dem Social Media Team gesagt, Alter, den müsst ihr blocken. Das ist aber ein sehr interessanter Trainingsplan, den ich da reingeklatscht habe mit Sonntag und Montag, der fast exakt gleich ist. Aber gut. Ist halt so. Auf wen achten wir denn beim Bundesliga Samstag? Wahrscheinlich auch so auf Stuttgart, ne, die ja von unten drücken. Dann natürlich, was vor uns los ist mit Dortmund. Bayern gewinnt gegen Wolfsburg am Abend mit 4 zu 3. Mainz unentschieden gegen Leverkusen, Hannover hat gewonnen gegen Schalke. Der HSV gewinnt das Derby gegen St. Pauli und damit verliert auch St. Pauli das 15. Spiel in Folge. Stuttgart hat gewonnen, trotz roter Karte. Ui. Und Leipzig hat gewonnen. 3 Punkte Vorsprung auf den neuen Tabellenfünften Stuttgart. Alter Pauli, what the fuck ist da los? Das ist echt krass, ne? Wie unfassbar schlecht die sind. Das ist echt richtig, richtig heftig. Also ich habe das schon des Öfteren gesehen, wenn ich spiele und halt in andere Ligen gucke, dass da mal Vereine dabei sind, die wirklich richtig, richtig, richtig schlecht performen. Aber in der Liga, in der ich spiele, dass die da so schlecht performen, das habe ich eigentlich noch nie gesehen. Vor allem in dem Ausmaß. Also irgendwie so 6 Punkte nach 16 Spieltagen zu haben, das passiert halt mal, ne? Dortmund Gladbach gewonnen. Aber nach 15 Spieltagen wirklich kein einziges Spiel irgendwo einen Punkt zu holen, das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Klausi. Oh. Hat eine rote Karte bekommen bei der 3-0-Niederlage gegen Dresden. Osnabrück ist damit auf Tabellenplatz 18 mittlerweile. Sie sind da aufgestiegen. Läuft nicht so wirklich für unsere drei Verliehenen, die zwar Stamm spielen, aber auch nicht so die besten
Statistiken haben. Hauptsache, die entwickeln sich schön weiter. Darauf wird es ankommen. Was machen wir denn jetzt eigentlich mit Achter? Ich glaube, wir sollten den schon verleihen, oder? Schlüsselspieler irgendwie bei irgendeinem Verein in der am besten ersten Liga irgendwo. Nicht unbedingt in der Bundesliga. Und nicht zu St. Pauli. Youth Intake Preview soll mal wieder ein goldene Generation Intake werden, aber nur ein A. Also, glaube ich, können wir uns darauf einstellen, dass der Intake nicht so gut wird. Ein Stürmer? Zwei Stürmer sind es übrigens, die da kommen sollen. Könnte man, aber da haben wir auch schon so viel. Was würde ich mir denn wünschen? Ein Linksverteidiger vielleicht? Naja, vielleicht Linksverteidiger. Können ja den Stürmer, der kommt, als Linksverteidiger umschulen. So, hier ist nichts Neues. Ich guck mal jetzt erstmal auf die Wants to Watch a Shortlist von mir, ob da was geht. Nehmen vorher natürlich die neuen Spieler mit. Sind ja auch wieder hier neu dazugekommen. Da war, glaube ich, gerade ein Kasache, ne? Kasache hat die auch noch nie einen. So, da kann man nämlich schon wieder ordentlich Leute rauslöschen. Und die dann hier. Ach, guck mal, wow, so viele haben wir schon auferweitert. Dann scoute ich die einfach komplett neu hier. Haben wir irgendeine obskure Nation? Haben auf jeden Fall einen Spieler drin, der 38 Millionen Euro wert ist. Ja, Algerien sehe ich jetzt nicht so obskur an. Vor Spanien definitiv nicht. Griechenland, naja. Irland, also ist nicht so obskur, aber sieht man selten gute Regens. Mexiko scheint gute Regens zu haben in unserem Safe. Joa, also nichts super krasses, ne? Wie sieht das aus bei unserem Fokus? Da hat er noch nichts gefunden. Muss ich eventuell mal ein bisschen anpassen, wenn die nichts finden. Gerade Deutschland. Echt, warum findet er in Deutschland denn nichts? Das ist hart. Ah, das sind nicht alle Aktiven gerade, oder? Nee, kann nicht sein. Egal. Gucke ich später mal drauf. Wir konzentrieren uns auf Hoffenheim. Achter, bestimmt, ja. Bestimmt als ZM. Machen wir das mal lieber dann so. Köln möchte Oermann haben. Ah, der hilft schon, ne? Irgendwie, ich meine, der ist ja in der Gruppe von Achter ist in der Gruppe von Oermann. Der hat ja jetzt erstmal gutes Mentoring. Also ich glaube, da werde ich den Vertrag wirklich auslaufen lassen bei ihm. Schade, dass ich es bisher noch nicht geschafft habe, einen ebenbürtigen Mentoren zu finden für Oermann. Spielt aber bisher auch ein gutes Jahr. Es hilft der Mannschaft generell einfach, dass wir einen Wettbewerb weniger haben. Ach, wir spielen schon wieder am Freitag. Gegen das 4-3-3 von Hoffenheim. Ishitani vorne. Er heißt einfach nur OT. Ott. Ach, ist der Keeper. Wow, kein Abgang. Dafür 48 Millionen Euro Neuzugänge. Ich habe keine Ahnung, wie man das wohl ausspricht. Gretore? Wahrscheinlich. Gretore, hätte ich gesagt. Ist ein ZM. Bisher alle Spiele gemacht für Hoffenheim. Aber stark sind sie ja nicht, ne? Alberto Blanco von Hoffe. Von Köln zu Hoffe. Aki Kohl hatten wir gesehen, als wir bei Stuttgart durchgeguckt haben. Ramon Ledesma. Und dann haben sie sich noch Erik Herrera von Leipzig geliehen. Apropos, hat Oliveira eigentlich noch die Klausel drinne? Ja gut, aber 75 Millionen ist in Ordnung. So, die Fitness schaut auf den ersten Blick gut aus. Kroos und Hinterbacher sind noch nicht bereit. Das war leider klar. Eine Änderung brauche ich wieder. Dann packe ich mal Gutierrez das rein. Nee, ich packe Sinan rein. Und Gutierrez das mache ich mal verfügbar für das nächste Spiel der zweiten Mannschaft, damit wir da die Matchpraxis hochhalten. Der 10. Dezember 2032 steht an, für uns das vorletzte Spiel in diesem Kalenderjahr.
gegen Platz 16 mit der TSG 1899 Hoffenheim. Wie sieht denn der Ishitani aus? Ich würde das gerne mal wissen. Weil wenn Hoffenheim auf Platz 16 ist, gehe ich jetzt davon aus, dass er nicht so oft trifft. Wenn er oft trifft, dann muss die Abwehr wirklich richtig löchrig sein. Hoffenheim hat eine minus 12 Tordifferenz. Aber er trifft nicht oft, er trifft seltenst. Aber die Abwehr scheint das Problem zu sein bei Hoffenheim. Hoffentlich auch gegen uns. Ich muss dann unbedingt aufpassen, so um Ende Januar, Anfang Februar rum, dass ich aufpasse, dass ich die Spieler nicht überspiele. Weil ich glaube, wir sind gerade so kurz vor knapp, dass es bei einigen soweit ist. Gerade innenverteidigermäßig. Aber da wir jetzt halt nur noch Bochum haben und danach eine 2-Wochen-Pause, ist es, glaube ich, in Ordnung. Ja, Santos lässt sich da ein bisschen ausspielen. Generell lässt sich unsere Mannschaft ein bisschen ausspielen. Gucken Hoffenheim gerade nur zu, wie sie nach vorne kommen durch Kabashi und der macht das Tor. Ach, Jungs. Das ist unnötig. Das haben wir schon mal besser hinbekommen. Ich finde es übrigens schön, weil Tugbenio gerade die schlechteste Note auf dem Feld bei uns hat, neben Santos, nachdem ich ja gerade überlegt hatte, ob ich ihn rausnehme. Hier macht Sinan allerdings den Fehler, den ich reingebracht habe. Wir gucken nur hinterher gerade. Ach du Schande, was... Ist das einfach. Ich glaube, es ist kein Abseits wegen Tugbenio. Ach du Schande. Jo, das war aber auch ein saustarker Pass. Tabellen 16. Ne? Krasser Pass. Kabashi scheint ein extrem heftiger Spieler zu sein. Ja, 230.000 bis 2,3 Millionen Marktwert. Alter, der hat ja meine Mannschaft gerade zweimal komplett auseinandergenommen. Unfassbar. Ach, Jungs. Es ist also wieder eins dieser Spiele, wo nix geht. Eben super stark, jetzt super, super schlecht. Ach, Jungs. Ja, da muss ein Flaschenwurf kommen, das ist ja lächerlich. Das, nee, verstehe ich wirklich nicht, weißt du? Die spielen wirklich ihr schlechtestes Spiel seit Monaten. Weil ich würde nicht mal Dortmund auf ein ähnliches Level packen, als wir 0-3 verloren haben, weil es ist halt Dortmund. Und jetzt spielen wir halt gegen den Tabellen 16. Und wir machen so eine Leistung hier auf dem Platz. Nee. Geht wirklich nicht. Geht wirklich überhaupt nicht. Finde ich ganz, ganz schlimm. Boah. Ich nehme mal die raus mit schlechten Noten. Geh auf offensiv, hohes Tempo, etwas längeres Passspiel und nehme das geduldig Spielen raus. Nee, verstehe ich wirklich überhaupt nicht diese Reaktion. Absolut lächerliches Spiel von uns. Keinen einzigen Schuss aufs Tor nach 56 Minuten gegen den Tabellen 16. halt. Auch eine komplette Stunde ohne Torschuss von uns. Da ist der erste und der ist wenigstens drin. Also wenn du wirklich als Tabellenvierter keinen Torschuss hast und dann nach 60 Minuten erst den ersten, da darf man sich als Spieler, finde ich, nicht beschweren. Wir sind sehr offensiv aufgestellt, aber die Ecke sollte man trotzdem normalerweise verteidigen können. Aber da steht viel... frei im am 16er Rand. Gut, dass der Ball vorher abgefälscht wurde. 20 Minuten bleiben uns noch für den Ausgleich, vielleicht sogar mehr. Oliveira, na, komm nicht an Marchetti vorbei. Den sollten wir haben. Gutierrez, der reingekommen ist für Tugbenio. Nee, wow, der kommt an. Iliev. Iliev schießt, wow. Interessanter Versuch. Hat anscheinend gesehen, dass Tobea, der relativ schlecht steht. Schade, dass es nicht belohnt wurde.
Nee, auch der geht leider nicht durch. Ishitani wird zum Ball gelassen, leider. Ich werde Lavic reinbringen als hängende Spitze. Viel muss ich jetzt hier nicht ändern. Ja, und Leo kommt nochmal rein. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, als er jetzt reinkam, die zweimal. Für Gomez. Kommt schon, wo ist wenigstens den Ausgleich nach der. Ah, oh Gott, ja. Saldivia, würdest du bitte 3 Schritte nach rechts gehen? Bitte. Ich bitte dich. Welch Wunder. Mann, 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 der Tabellen-16. Aber es war ja irgendwie abzusehen, dass wenn uns jemand so ein Bein stellt, dass es einer der letzten drei ist. Wer hätte gedacht, dass der Ball dorthin geht? Ich hoffe so sehr, dass die ab FM25 besser aussehen, die ganzen Standards. Ja, das 400. Spiel wurde gewonnen, aber das 401. leider, das werden wir, glaube ich, jetzt schon sagen können, wird verloren. Sehr verdient, dass Hoffenheim hier das Ding holt. Der Tabellen-16. deutlich klüger agiert als wir. Jungs, das finde ich sehr doof, was ihr heute gemacht habt. Und Kabashi, ja, hatte das Spiel seines Lebens. Ganz einfach. Aber die Rückschläge, die bleiben halt auch nicht aus, auch wenn wir nur die Liga und den Pokal haben. Letztes Jahr waren die häufiger, weil wir eben öfters rotieren mussten, aber nur weil die jetzt weg sind, bleibt das leider auch so nicht aus. Sehr, sehr ärgerlich. Saldivia, boah, 6,2. Wurde halt auch ziemlich allein gelassen von seiner Vordermannschaft, aber kann ich irgendwo auch nachempfinden, diese schlechte Note für unseren Schlussmann. Hab die Jungs wahrscheinlich gerade nach dem Frankfurt-Spiel zu sehr gelobt. Ihr kennt's, ne? Mann, 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 ey. Mal gucken, was die anderen machen. Vielleicht ist der Spieltag ja halb so schlimm oder so. Wenn Stuttgart verliert oder Frankfurt verliert, dann muss man ja nicht so lange rumheulen oder dem Ergebnis hinterher trauern. Hauptsache Bochum ist danach nicht auf den letzten 3 Plätzen. Am Abend gibt's Bayern gegen Leipzig. Vielleicht schafft's ja Leipzig nochmal ranzukommen irgendwie. Dortmund gewinnt gegen Leverkusen, St. Pauli wieder sehr knapp dran, aber auch wieder verloren, auch das 16. Spiel in Folge. HSV gewinnt das kleine Nordderby gegen Hannover, Stuttgart unentschieden gegen Wolfsburg und Bochum, unser nächster Gegner unentschieden gegen Gladbach. Und am Abend hat Bayern trotz Führung von Leipzig 2:0 gegen eben die Leipziger gewonnen. Mal schauen, was Frankfurt morgen macht. Vorsprung ist momentan 2 Punkte auf Stuttgart hinter uns, auf Platz 5. Ob das jetzt ein Spiel gewesen wäre, wo man auf das 3-4-3 gegangen oder hätte gehen sollen. Zerrung, oh, der Oberschenkel Vorderseite bei Robbie Williams. Aber gut, der ist ja eh so jung, dass ich ihn nicht hätte einsetzen können. Ui, was war ein Hallo? 6, was? 6:5 gewinnt Schalke gegen Frankfurt. Und der Badescu macht in der 94. und in der 95. den Ausgleichstreffer und dann den Siegtreffer. What the fuck war da halt los? Schaut euch mal, was ist das denn? 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. What? Also muss ich mir mal kurz anschauen, was da für Tore gefallen sind. Etienne Green hat auf jeden Fall eine 6,5, der Schlussmann von Schalke, trotz 5 Gegentoren. Das muss ich sehen.
So, das ist das 1-0. Prevost, den haben wir eben auch gegen uns gesehen. Abdul Wahid hat, glaube ich, nicht gegen uns gespielt. So, das ist der Ausgleich. Da ist wieder Badescu dabei. Oh, schlecht verteidigt von der 3. Sogar der Kapitän, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt Teixeira. Oh, kein Abseits, okay. Knappes Ding. Dann Elfmeter, okay. Das weiß, glaube ich, ist 3-1. Jetzt müsste das 4-1 kommen von Prevost. Mhm. Und jetzt fliegt Frankfurt auseinander. Zunächst durch den Elfmeter hier. Ich glaube, jetzt kommt das 4-3. Ja, es müsste das 4-3 sein. Jetzt kommt das 5-3 der Frankfurter. Boah, stark umgeschaltet. Ein starker Schuss aus dem Winkel. So, das war das 5-3. Jetzt kommt das 5-4 aus der Sicht der Frankfurter noch. Oh, schlecht von Jürgensen. Jetzt kommt der Ausgleichstreffer zum 5-5. Boah, er hat die 33 gepennt und in der Mitte alle anderen. Das war jetzt in der 94. und jetzt kommt in der 95. der Siegtreffer zum 6-5 aus Sicht der Schalker. Und so verteidigt man das. Ach du Schande. Oh, ich hätte sofort ausgemacht danach. Yo. Jürgensen eine 6,2. Wie kann ich diese Noten, ne? Die kassieren halt 6 Gegentore, Leute. Und es ist eine 6-4, eine 6-9, 6-4, 6-5. Nee. Einfach nur nein. Und Hertha hat übrigens auch noch gewonnen. 1-0 gegen Mainz. Alter. Ich hoffe, dass die 15. Tabellenposition bei Bochum nicht so schlimm für uns sein wird. 6-5, ey. Müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Unglaublich, ey. 6-5. Nee. Eklig. Wow, Postecoglou hat auch gesagt, Pereira, also Danilo Pereira wahrscheinlich von Frankfurt, fehlt es an Respekt. Toxic. Was war denn da bei Van Nistelrooy gerade? Van Nistelrooy wurde bei Mainz entlassen. Rudgeros Johannes Martinus Van Nistelrooy. Echt? Rüd? Ja, Tabellenplatz 17, okay, kann ich schon verstehen. Schade, ne? Letztes Jahr so eine starke Saison für Ruud van Nistelrooy, Platz 6. Jetzt halt geht gar nichts. 3 Jahre und 258 Tage war er dort Trainer. Mal schauen, wen sie sich jetzt holen. Und mal schauen, ob sie bei mir anfragen. Meine Antwort steht schon fest. Ich würde jetzt aber gerne nochmal zum Abschluss des Jahres einen Sieg holen. Alleine, weil ich sehr gerne auf den Champions League Ring überwintern möchte. Das würde rein theoretisch auch gehen ohne einen Sieg. Da müssten dann aber die anderen mitspielen. Haben wir Afrika Cup? Haben wir irgendeinen Spieler, der für den Afrika Cup nominiert werden könnte? Nicht so wirklich, ne? Ich glaube nicht, ne. Wann ist ein Afrika Cup? Afrika Cup. Also der ist dieses Jahr, also gleich, meine ich, ne? In 2 Wochen. Mach mal 3 draus. Aber ich meine, dass wir keinen dabei haben, außer halt September vielleicht, aber der ist ja nicht bei uns. Weil wir haben ja keinen aus Afrika gerade in der Mannschaft. Ne? Robbie Williams ist auch deutlich zu jung, ist außerdem gerade verletzt. Mm-mm. Dann ist der nicht so relevant für uns. Asia Cup dürfte auch keiner von uns möglich sein. Man erwartet einen Sieg. Venezia hat Bock auf Hennerbacher. 56 Millionen ist mir zu wenig. Da bin ich mal so die Frankfurt-Schiene, dass sie die auch gerade mit Kolumani machen. Von wegen 100 oder halt nichts. Weil warum runtergehen? Finde ich auch sehr cool, was Frankfurt gerade macht. Wenn sie es denn durchziehen, ne? Es ist momentan der 31.8., also einen Tag hat man noch, morgen den Deadline Day. Weiß natürlich nicht, was da passiert. Aber ich bin schon wieder am Freitag, aber meine Güte. 4-2-3-1 ist es bei Bochum. Aber
Ich find's interessant, wenn Frankfurt wirklich da bei dem Thema bleibt, wenn sie sagen, okay, Kolumani darf halt gehen, aber dann halt 100 Millionen. Ansonsten geht's halt nicht. Und wenn sie jetzt halt wirklich so dran bleiben mit ihm, wenn er jetzt das Training streikt, dass man versucht, ihn zurück in die Mannschaft zu integrieren, wenn er denn bleiben sollte. Ganz ehrlich, Paris soll doch einfach die 100 Millionen zahlen. Die machen doch eh nichts in Sachen Financial Fair Play oder so, ne? Und das Cash haben sie auch. Bochum relativ verhalten, ne, auf dem Transfermarkt in Sachen Summen, aber es ist halt auch Bochum, ne, die werden jetzt nicht damit Geld um sich schmeißen. Aber nach der Schmach eben muss es ein paar Änderungen in der Startelf geben. Dann kommt Lavic rein, um den etwas offensiveren Part zu haben auf der rechten Seite. Elieff, nee, ich habe jetzt das Gefühl, dass Hütti was machen würde. Ich mache auf jeden Fall wieder die normale Variante mit Achter und Zehner in der Mitte mit Valente und Santos. Weil Gomez war jetzt zuletzt etwas besser, ne? Ja, etwas. Machen wir das mal so. Kann Kroos wieder? Ja, 45 Minuten. Dann kommt er schon mal mit. Hinterbacher auch. Kommt da auch mit. Ja, ne? Ich möchte aber gut hier, dass wir Tocbeno sehen. So, Jungs, kann ich mal anmachen, ja? Komm, letztes Spiel des Jahres. Eben war Kacke. Vergessen wir schnell und machen jetzt hier einen Sieg. Please. Daniel Farkas, Trainer bei Bochum. Für uns das letzte Heimspiel des Jahres. Im 4-3-3 mal wieder. Und Bochum haben wir gesehen. Spielten 4-2-3-1. So, nicht Xavi Simons, oder? Nee, Jerome. Find's interessant übrigens, dass jetzt alle nur noch Xavi sagen, ne? Und nicht Xavi Simons. Oder halt, ich glaube, viele sagen oder haben früher mal gesagt, Xavi Simons. Jedenfalls habe ich das immer so von den Niederländern irgendwie ein bisschen rausgehört. Lavic, schade, da hätte sich das schon fast gelohnt. Aber gut, ich weiß ja halt nicht, was er selber gesagt hat, was ihm gefällt oder so, ne? Oliveira, stark. Ja, der könnte gut kommen. Lavic. Nochmal durch die Mitte mit Gomez. Oh, das war die falsche Idee. Gut, dass Yashashvili da links aufpasst für Sinan, der noch aufgerückt war. Jetzt den Wechsel auf die andere Seite vollzieht mit Lavic. Gut, hier, das müsste jetzt in den Rückraum spielen. Macht er leider nicht, sondern auf Gomez und der schießt den Gegner ab. Wenig Ballbesitz, komischerweise bei uns. Bochum scheint ein bisschen mehr Querpässe zu machen, ne? 92% Passgenauigkeit, 60% Ballbesitz, aber sie gehen halt nicht so oft nach vorne. Also ich gehe mal stark davon aus, dass sie den Ball hinten eher etwas hin und her schieben. Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen sehen können. Ja, das war gleich mal ein öffnender Ball nach vorne, aber der hat eher die Möglichkeiten für uns eröffnet und nicht für Bochum. Ja, das ist ein guter Ball. Lavic. Ja, in die Mitte und Hütti scheitert an der 12. Ich glaube, das ist der Kollege, der jetzt hier gerade auf dem kurzen Pfosten, an Guzman, der auf dem kurzen Pfosten steht. Ja, das ist die 12. Schade, schade. Letzte Chance der ersten Halbzeit, denke ich mal. Oliveira nochmal. Schießt den Gegner ab. Schießt uns ab. Ach, umso besser. Ei, Jungs, was los? Wo habt ihr eure Offensivstärke gelassen? Auf einmal. Ich hätte Hütti nicht loben dürfen, ne? Nach seinem Hattrick plus Assist. Ein bisschen energischer rangehen, Jungs. Das würde schon was helfen. Ach, FM, warum bist du so? Warum bist du so, FM? Eieiei. Hatten wir ja lange nicht mehr so ein Bullshit. Ich habe das schon gesehen, als hier dieser kleine Break kam von Yashashvili. Ja, Thiago und Saldivia wissen nicht, wie sie miteinander kommunizieren sollen. Und Bochum nutzt das aus und macht mit dem ersten Torschuss das Tor.
Ach Mann. Aber es ist doch heute so schön gestartet. Was soll denn das? Santosch und Elia werden reinkommen. Wie sie einfach schon wieder über Nacht vergessen haben, wie man Tore schießt. Das ist ein ziemlich sicherer Elfmeter. Banksbo macht da zu viel Sachen mit seiner Hand. Lavik wird sich. Elia wird sich den schnappen. Oh, war der knapp. Eieiei. Aber ist so nah. 1-1. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen Elfmeter trainieren, ne? Die letzten waren allesamt ein bisschen knapp. Und die haben gute Werte. Also, Eliev hat. Was steht denn das? Elfmeter 14. Abschluss 14 und Nervenstärke hat er 15. Also, der sollte das schon richtig gut können. Aber gut, hier mal ein Elfmeter oder so ein bisschen schlecht oder schlampig zu schießen, kann natürlich auch passieren. Ich werde mal die beiden angeschlagenen Kroos und Hinnerbacher reinbringen, damit wir vielleicht in den 15 Minuten noch den Siegtreffer machen können. Wir bleiben weiterhin auf sehr offensiv, weil ich hoffe, dass wir irgendwie noch was reißen können. Aber gut, schaut's nicht aus. Vielleicht nach, oder vielleicht in dieser Szene. Acewes wird gleich reinkommen. Bochum im Ballbesitz. Bis auf den Bullshit haben sie eigentlich nichts offensiv gemacht. Elieff schießt den Gegner ab. Hinnerbacher, schöner Ball auf Lavik. Yes. Nice. Hinnerbacher kommt nach seiner Verletzung rein und macht sofort den Assist zum hoffentlich Siegtor. Ausgangspunkt der schlechte Pass von Goslar. Den Hakan dann sofort nach vorne schiebt. Dann verteidigt die 27. Das ist richtig schlecht. Ach, das ist Banksbo schon wieder. Oh, der hat einen gerade schwarzen Tag erwischt. Nice. Wenn wir hier trotzdem den Sieg holen, ist es nicht so schlimm, dass ihr vorher so scheiße gespielt habt, Boys. Dann bin ich euch nicht so sauer. Ich habe keinen Wechsel mehr, also so wie es jetzt ist, muss es klappen. Kontrolliert. Komplettes Zeitspiel. Bochum hat halt einen einzigen Torschuss weiterhin. Bitte nicht FM. Saldivia safe, nice. Jetzt kein Unsinn. Am besten wirfst du nach links. Lässt sich sehr lange Zeit, also möchte nach vorne klatschen. Kommt an auf Santosch. Das war doof. Holt sich den Ball aber zurück. Oh, warum denn schon wieder so ein Unsinn? Fotz ihn um, please. Fotz ihn um. Okay, passt. Alles gut. Muss man ja mal sagen können, oder? Die Anweisung. Es ist taktisch. Schiri, ist alles taktisch. Oh, fuck off, Alter. Sechzig Sekunden noch. Spiel's klug, Boys. Oh, der war nicht klug. Lavik. Oh, danke, Lavik. Schöner Ball, aber das ist abseits. Jubel ganz lange. Jubel ganz, ganz lange. Oh, das ist Schiri, Mann. Hui. Ah, was für eine Kackleistung, ne? Ah, das war's, glaube ich. Ja. Boah, gerade noch so gewonnen. 2-1 Sieg gegen Bochum, die richtig schlecht waren und wir hatten ein bisschen FM-Bullshit. Aber es ist ja im Endeffekt dann doch irgendwie noch gut gegangen. Ich weiß nicht wie, aber es ist irgendwie gut gegangen. Hinnerbach. Oh, Schnitt. Ja gut, aber das ist jetzt nichts mit der anderen Verletzung. Schnittwunde an der Wade. Gut, kann er auskurieren. Wir haben jetzt erstmal Winterpause. Lavik, gutes Spiel von ihm. War die richtige Entscheidung, ihn auf den Platz zu bringen und nicht etwa Marson. Nichts gegen Marson natürlich. Leverkusen möchte mich haben. Nein! Leverkusen, ihr seid meine Konkurrenten schon seit Anfang des Saves, als ihr Hinnerbacher weggekauft habt. Und dann Aki. Ihr seid meine Konkurrenten, ganz einfach. Dass sie sich immer bei uns bedienen wollen, ne? So, St. Pauli, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt holen sie einen Punkt. Ich glaube, die spielen sogar gegen Leverkusen. Hinnerbacher bekommt fast eine halbe Million, weil er 5 Vorlagen gemacht hat. Siehste, ich bin der Hellseher. FC St. Pauli holt den ersten Punkt in der Bundesliga-Saison am 17. Spieltag und das gegen Leverkusen, die mich gerade als Trainer haben wollten. Wow. 17 Spiele, 0 Siege, ein Unentschieden, 16 Niederlagen. Und dann ein 1-1 gegen Bayer Leverkusen. Gladbach hat 1-0 gewonnen gegen RB Leipzig.
Die sind eher mittlerweile unser Konkurrent und nicht mehr der Konkurrent von Bayern. HSV gewinnt 2-1 gegen Frankfurt. Dortmund 3-1 Auswärtssieg gegen Hertha. Freiburg gewinnt das Spiel gegen Hannover mit 1-0. Wolfsburg souverän mit einem Borges Sanchez-Hattrick 4-1 gewonnen gegen die Mainzer und am Abend Stuttgart 2-2 gegen Bayern. Oben ist es eng, wenn auch sehr geschichtet. Wir haben 4 Punkte Vorsprung vor Stuttgart und sogar, wow, 7 Punkte Vorsprung, was, Quatsch, 8 Punkte Vorsprung vor Eintracht Frankfurt. Das sieht bisher gut aus, aber wir müssen halt schön weiter Punkte hamstern. Ich finde es schön, wie wenig Unentschieden wir bisher haben. Ne? Das war mir letztes Jahr ein riesiges Ärgernis im Auge. Das ist in Ordnung. Okay, das war's mit der Hinrunde. Nächste Folge geht's ziemlich sicher direkt weiter mit der Rückrunde, weil ich glaube nicht, dass wir allzu viel machen können jetzt im Winter. Ich werde auch nur ein Testspiel wahrscheinlich simulieren vor dem Leipzig-Spiel, bevor es dann in die Rückrunde geht und dann auch gegen Bielefeld im Pokal. Und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Ansonsten immer kurzer Blick auf die Bundesliga generell. Hütti ist momentan Platz 2 der Top-Torjäger mit Gio Reyna zusammen. Šeško natürlich thront über allen. So wie Bayern sonst über allen thront. Aber ich bin eigentlich zufrieden. 37 Tore erzielt, damit die drittmeisten der Liga bisher. Die, ja gut, Defensive könnten wir uns noch ein bisschen steigern. Da haben wir nur die 5 beste Abwehr. Tordifferenz haben wir die drittbeste. Und Punkte halt logischerweise die 4 besten. Okay. XG gucken wir noch an, ne? XG-Table. Ey. Wir sind genau da, wo wir sein sollten von Expected Goals und Expected Goals Against. Expected Points sind wir plus 2. Sorry, ich habe falsch geschaut. Sorry, ich habe falsch geschaut. Wir sind doch, wow, 3 Tore besser, Expected Goals, und 3 Tore besser bei Expected Goals Against. Wow. Und 4 Punkte sind wir besser bei den Expected Points. Leipzig ist das, wo ich gerade geguckt habe, wo sie genauso viele Tore gemacht haben, wie erwartet wird, genauso mit den Gegentoren, die sie kassieren. Die Top 4 performen leicht besser. Am krassesten ist Stuttgart, die plus 10 Punkte geholt haben, als erwartet wurde. St. Pauli minus 7, also die sind wirklich so unfassbar schlecht. Weil selbst mit plus 7 wären sie ja richtig, richtig schlecht. Expected Points Platz wäre dann übrigens so, also für uns ändert sich nichts. Wolfsburg würde nach vorne kommen, Stuttgart würde weit abrutschen. Nächste Folge geht es dann weiter mit der Rückrunde. Das Ganze am. Oh Gott, ich kann es nicht erkennen. Ich glaube, es ist Mittwoch. Also, bis dahin. Tschüss.